Warum sollte man in der Immobilienbranche in der Nachhaltigkeit investieren? Also da gibt es verschiedene Anreize. Der eine ist sicher ein finanzieller Anreiz. Ganz einfach, weil Energie kostet. Und ich glaube, vor allem die fossilen Brennstoffe, die werden nicht billiger, die werden immer teurer. Das heisst, umsatteln auf, sagen wir, Energien wie zum Beispiel Photovoltaik oder Wärmepumpen, also nachhaltige Energien, ist sicher eine gute Investition. Es ist eine Immobilie, die energetisch saniert ist, ist sicher auch mehr wert, sage ich jetzt einmal, als eine, die im Ist-Zustand einfach stehen bleiben wird. Und dann, was sicher auch noch ein wichtiger Grund ist, es gibt zum Beispiel auch bei einem Sanierungsprojekt, gibt es sogenannte Energiefranken, das heißt, es gibt Förderprogramme vom Bund, eingesetzt worden sind. Man kann zum Beispiel über so ein Gebäudeenergieprogramm von der Kanton, das ist das GEAC, kann man so eine Gutachten sich machen lassen. Das wird sogar, entweder wird daran gezahlt oder sogar gesponsert, je nach Kanton. Dann kommen sogenannte Fördergelder rüber. Oder einfach ganz einfach, um die Energie zu behalten. Weil wenn ein Haus zum Beispiel nicht energetisch saniert ist, nur schon über das Dach, sagen wir, verpufft zum Beispiel schon 40% von der Energie, wo man dann für Geld wieder reinstecken muss. Aber das sind jetzt, sage ich, die finanziellen Anreize. Aber darüber hinweg wird es sicher so sein, dass, glaube ich, in Zukunft auch, gehe ich schwer davon aus, CO2-Ausstoß wahrscheinlich besteuert wird, ist ja jetzt schon so, das wird sicher nicht weniger. Das heisst, wenn man vielleicht einen gewissen Nachhaltigkeitswert nicht erreicht, kann ich mir vorstellen, dass das dann, gut, das ist dann wieder ein finanzieller Anreiz, dass es dann besteuert wird. Ja. Und ganz einfach aus Verantwortungsgefühl, glaube ich. Ja. Das ist wie etwas, wo man heute nicht mehr ausblenden kann, glaube ich.